So, wir haben zu Gast heute Lina und Christina und auf dem Programm steht heute Gelbgurt als erstes, der Erwachsenen, ist ja etwas anders als bei den Kindern und wenn wir das zeitlich noch schaffen, auch noch Orangegurt. Okay, wir wollen uns ein bisschen aufwärmen und dann gehen wir gleich prüfungsspezifisch rein in die Schritte vorwärts, rückwärts und seitwärts. Bedenkt bitte, dass der Fuß, der dem Ziel näher ist, zuerst geht. Wenn ich also vorwärts gehen will, dann geht der vordere Fuß zuerst. Will ich rückwärts gehen, geht der hintere Fuß zurück. Will ich nach links gehen, geht der linke Fuß zuerst. Will ich nach rechts gehen, geht der rechte Fuß zuerst. Gehe also vorwärts mit dem vorderen, rückwärts mit dem hinteren zuerst. Nach links mit dem linken zuerst, nach rechts mit dem rechten zuerst. Okay, dann laufen wir einfach so ein bisschen rum. Hier in eurem Wohnzimmer, wenn ihr zu Hause mitmacht und los geht's. Ein bisschen Aufwärmen machen. Schreiten, leitende Schritterleit. Das machen wir immer schön aus der Deckung heraus. Wir gehen in alle Richtungen. Mal vorwärts, mal rückwärts. Was wir auch machen können, ist auf dem Fußballen drehen, um die Richtung zu ändern. Ne? Auf dem Fußballen drehen, die Richtung ändern. Noch nicht Feder, ne? Das ist nur Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Vorwärtsschritt, Rückwärtsschritt, Seitwärtsschritt. So ist richtig. Feder und gleich eine Schrittarbeit, kommt gleich erst. Erstmal Schritt für Schritt. Okay. Jetzt als nächstes gehen wir in die federgleitende Schrittarbeit und da ist jetzt wichtig, dass wir nicht abwechselnd hier die Füße bewegen, sondern beide Füße gleichzeitig. Und dann gehen wir auch in alle Richtungen, aber immer beide Füße gleichzeitig. In dem Abstand, wo ihr auch normalerweise steht, wenn ihr boxt oder irgendwelche Techniken macht. Und los geht's. Federgleitende Schrittarbeit. Wollen wir Handtechniken dahin zubauen, und zwar die vordere Gerade, ich zeige mal aus dieser Perspektive, vordere Gerade, die hintere Gerade und Faustrückenschlag auf beiden Seiten. Nochmal in diese Richtung, die vordere Gerade, die hintere Gerade und Faustrückenschlag. Also Jab, Punch und Backfist. Was oft passiert ist, wenn ihr euch mal eure Boxschläge in Zeitlupe anguckt, ist, dass der Ellenbogen hier auswinkelt oder dass der Körper so eine Bewegung macht. Aber das soll alles eliminiert werden. Der Körper bleibt gerade, dreht sich nur um die eigene Achse. Dreht sich nur um die eigene Achse, nicht zur Seite. Und der Ellenbogen bleibt tief, während die Hand schlägt. Meistens passiert das auf der rechten Seite, dass man sowas hier macht. Und dass der Körper hier kippt. Aber das soll gar nicht passieren. Der Körper bleibt genau vertikal und der Ellbogen bleibt tief, als wenn ich ein Gewicht dranhängen würde. Der bleibt tief, nicht auswinkeln. Wir bewegen uns und boxen. Egal in welche Richtung. Und der Ellbogen bleibt immer eng am Körper. Beim Faustrückenschlag, da winkelt er ein bisschen aus. Los geht's! Federfleiende und schaltgleitende Fußarbeit mit Jab, mit Punch und Backfist. Und wir achten auf die Ellbogen, dass sie immer schön tief sind, eng am Körper. Thank you.
und frei. Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen warm. Jetzt wollen wir uns ein bisschen dehnen. Und die beiden Mädels, die wechseln sich ab mit den Dehnübungen. Und wer von euch zu Hause mitmacht, der folgt einfach den Übungen. Okay? Ja, ich nach ab. Okay, los geht's. Einmal hinsetzen, die beiden Spatzen nach vorne rutschen. Und zuerst in die Mitte. Das ist schön zu sehen, dass die beiden unterschiedlich beweglich sind. Jeder ist unterschiedlich beweglich, aber jeder dehnt sich in dem Bereich, wo er eine Dehnung spürt. Dehnen darf nicht schmerzen, aber man soll es spüren. Also gehst du nur so weit runter, bis du die Dehnung spürst und alles ist gut. Zum linken Bein. Diese Übung ist jetzt hier für die Po-Muskulatur, für die Abduktoren. Und man kann sehen, hier ist auch wieder unterschiedliche Dehnungsfähigkeiten. Und wer so beweglich und schlank ist wie Lina, kann versuchen, dann die Hände zu verkreuzen. Die anderen von uns gehen nur so weit in die Dehnung, bis sie die Dehnung gut spüren. Für wen das schon zu anstrengend ist, wer da gar nicht zurechtkommt, der kann auch das Standbein unten einfach strecken. Dann ist das nicht ganz so schwierig. Bei allen Dehnungen oder allen Dehnübungen gilt immer, dehne dich, dass du die Dehnung spürst, aber es darf nicht schmerzen. Du solltest mindestens 15 Sekunden eine Dehnübung halten, da fängt der Muskel an, sich dann langsam zu ziehen. Vor dem Training solltest du nicht zu lange dehnen, weil dann wird der Muskel müde. Okay, die nächste Übung. Füße aufstellen, die Hüfte tief und dann das hintere Bein anziehen. Hier dehnen wir jetzt den Hüftbeuger und den Oberschenkel, den Quadrizeps. Da geht auch wieder jeder nur so tief runter, wie er kann. Und umso weiter die Knie auseinander sind, desto besser. Andere Seite. Rechte Bein kann so liegen bleiben, dann geht die mal hin und den Bauch auf den Fuß.
zeichnen. Okay, jetzt kommen wir zu den Rückschlägen, spezifisch einzeln. Und bei der Prüfung machen wir die Boxtechniken an der Platze oder am Sandsack. Und dafür zieht jetzt einer von beiden Boxenschuhe an und andere die Pratzen. Denn ihr sollt ja auch lernen, wie man die Pratze hält. Zu Hause, wer da mitmacht, der macht das einfach in der Luft mit mir zusammen. Okay? So, dann warten wir, bis die Pratzen sich angezogen haben. Und los geht's. Als erstes kommt die vordere Gerade. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass der Ellenbogen bleibt, also tief bleibt. Und wenn wir in Pratzen schlagen, dann schlagen wir nicht parallel, also die linke Hand in seine rechte Hand, sondern in die linke Hand. Das zwingt den Körper noch zu drehen, die Hüfte mit nach vorne zu nehmen, die Schulter mit nach vorne zu nehmen, ne, damit das noch ein bisschen mehr knallt. So, und das Ganze machen wir bei der Prüfung aus dem Stand. Pop, und fertig, da kommen die nächsten beiden dran. Hier machen wir das ein bisschen variabler, ein bisschen beweglicher. Das heißt, der Pratzenhalter, der geht ein Stück nach vorne, hält die Pratze. Der Boxer bewegt sich, ne, und reagiert damit auf und dann bewegen die Beine sich ein bisschen im Kreis. Okay, los geht's, Runde 1. So macht ihr das jetzt auch. Ihr bewegt euch und paff, boxe. Bewegen, bewegen, paff, boxe. Boxen wieder zurück. Und dann immer wieder aus in die Deckung rein. Boxen wieder zurück. Los geht's. Vordere Gerade, der Jab. Box immer diagonal. Bei der Kinder kann man schön sehen, die immer wieder zurück in die Deckung. Ist immer sehr aufmerksam. Wartet auf das Signal und dann kommt der Jet. Sehr gut, sie benutzen manchmal die federn gleitende Schrittarbeit, aber wenn sie boxt, dann immer die schreitend gleitende. Okay, konstant. Jetzt kommt die Schlaghand, also die hintere Gerade oder Punch genannt. Da wollen wir auch wieder mit dem Ellbogen schön tief bleiben. Ne? Pack, pack, und los geht's. Schlaghand boxen zu Hause. Jetzt Punch. Dann versucht man den Arm schön lang zu strecken und die Energie richtig fließen kann. Ganz lang machen den Arm. Haben wir die linke Gerade geschlagen, danach die rechte, rechte Hand als Schlaghand, als hintere Gerade. Jetzt wollen wir beide Hände Faustrückenschlag boxen. Aber immer aus der Deckung, Faustrückenschlag, die Backfist und dann mal hier. Das heißt, Lina braucht jetzt nur eine Pratze zu halten
immer, weil die Zähne bitte einmal in diese Richtung schlagen, einmal in diese Richtung schlagen. Ne? Wenn ihr die Handrücken hier seht, einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung. Okay, los geht's. Backfist. Häufiger Fehler bei Backfist ist das Durchschlagen. Dass ich nicht hier Stopp mache, sondern dass ich hier durchziehe. Das wollen wir auf keinen Fall machen. Wir wollen nur nach vorne boxen und wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück. Das ist kein Durchziehen. Du hast lange Zeit keine Deckung und du willst ja nicht den Kopf abschlagen, sondern du willst nur einen Punkt machen. Ne? Nur einen Punkt und fertig. Okay, als nächstes kommen Kombinationen. Die erste Kombination ist vordere gerade, hintere gerade. Wir boxen also Jab Punch. Jab Punch. Wir boxen nicht Jab Punch mit Ellbogen, sondern ohne Ellbogen. Die Ellbogen bleiben tief. Vordere gerade, hintere gerade. Von der seitlichen Perspektive, wenn ich einen Pratzenhalter habe, dann boxe ich hier diagonal. Dann betreibe ich ein bisschen. Ne? Baff, baff, rechts, links. Wenn ich das alleine mache, so wie ihr zu Hause, dann stellt ihr euch ein Ziel vor, den Kopf und schlagt immer da rein. Los geht's! Vordere gerade, hintere gerade. Vordere Hand fällt, nachdem die geschlagen hat, dass sowas passiert und dann wieder hochgeht. Das wollen wir vermeiden. Von da oben wieder hierhin zurück. Nicht die Hand hier hinnehmen. Die Hände müssen immer oben bleiben. Nächste Kombination ist Punch-Jab, also erst die hintere Hand, dann die vordere Hand. Erst die hintere, danach die vordere Hand. Los geht's. Ist noch schwieriger, weil da passiert es wirklich sehr häufig, dass die Hände dann plötzlich anfangen zu rudern, hier übereinander zu rudern. Wir wollen jetzt Jab Punch boxen und es dann. Wir verstecken uns immer hinter den Fäusten. Auf keinen Fall sowas machen. Immer hinter den Fäusten verstecken. Oft ist das so, dass man dann so hier steht, ne? Kopf ist frei und dann boxt man da oben hin und Kopf ist wieder frei. 1, 2, 3, nein, auf keinen Fall. Immer verstecken. Kopf neigen. Bewegen, bewegen und immer hinter den Händen bleiben. Mach lieber erst langsam, aber richtig, als schnell und falsch. Los geht's, Jeff Manchel. Thank you.
Wir haben noch 10 Minuten Zeit, dann ist dieses Video zu Ende. Wir starten dann wieder neu. Also nicht weglaufen, wir machen dann weiter. Ne? Ich muss nur einmal neu starten. Okay, nächste Kombination ist Backfist und Punch. Backfist, Punch. Backfist, Punch. Backfist, Punch. Das heißt, Lina wird die Pratze jetzt so, beziehungsweise so und so halten. Denn hier kommt die Backfist jetzt rein und hier dann der Punch. Also einmal vertikal, ne, und dann einmal mit dem Gesicht zum Paaren. Und Christina, Fox, Backfist und Punch. Jawohl. Backfist, Punch. Backfist, Punch. Backfist, Punch. Ihr seht schon, wenn man das richtig macht, das ist schon ordentlich Konditionstraining. Ne? Als nächstes kommen Beintechniken und damit Christina sich mal was ausruhen kann, tauschen wir jetzt mal. Ja, vorwärts Fußtritt, vordere Bein. Vorwärts Fußtritt, Frontkick. Für die Prüfung lernen wir immer die Namen, in Englisch und in Deutsch. Wenn ich frage, wie heißt Frontkick auf Deutsch, dann sagst du vorderer Fußtritt. Und andersrum genauso. Okay. Wenn wir mit dem vorderen Bein treten, dann wollen wir eins vermeiden. Nämlich sowas hier. Dass wir mit dem hinteren Fuß zuerst gehen. Wenn wir mit dem vorderen Fuß kicken wollen, müssen wir erst den vorderen Fuß anheben. Knie hoch, kicken, Knie hoch, abstellen. In einer Bewegung. Wenn ich nicht drankomme am Ziel, dann muss ich erst anheben und mit dem hinteren Fuß ein kleines Stück reinsteppen. Beim Anheben und mit dem hinteren Fuß einen kleinen Schritt reinsteppen. Das ist eigentlich die Schwierigkeit dabei. Okay, los geht's! Vordere Bein, Frontkick, also mit links. Machen wir doch mit links. Was wir mit links können, können wir natürlich auch mit rechts. Der Vorteil beim rechten Bein ist, die Reichweite ist deutlich länger und da brauche ich in der Regel nicht steppen. Aber wenn ich es brauche, weil er gerade zurückgeht, dann kann ich das natürlich auch. Ich hebe erst mein Knie hoch, will kicken, wenn ich merke, dass ich drankomme, dann kann ich auch mit dem hinteren Fuß steppen. Aber in der Regel ist das nicht nötig. Okay, los geht's. Hinterer Bein Frontkick. Deckung hoch von den Bildschirmen. Und während des Kickens Deckung auch oben lassen. Was oft passiert, ist das hier. Wenn jetzt die Hände runtergehen oder eine Hand runtergeht, die rechte oder die linke Hand, wie auch immer. Wir wollen auf jeden Fall ganz konsequent die Deckung immer halten. Deckung halten. Thank you.
wir hatten Handtechniken, wir hatten Beintechniken, jetzt wollen wir kombinieren Hand und Fuß. Dafür zieht Nina jetzt Boxhandschuhe an, denn die erste Kombination ist vordere gerade, hintere gerade und gerade Vorwärtstritt mit dem hinteren Bein. Wir boxen also Jab, Punch und der hintere Fuß, der macht Frontkick und wir bleiben in Deckung. Wir boxen erst mit links, danach mit rechts und danach mit dem rechten Fuß, der Frontkick und stellen dann wieder kontrolliert ab. Wir wollen auf keinen Fall hier kicken und dann unkontrolliert fallen. Sondern immer wenn ich kicke, entscheide ich, wo der Fuß hingeht. Nicht mal beide entscheidet, sondern ich. Oder du als Kickboxer. Los geht's! Ihr seht schon, wie Christina die Pratze hält, weil sie einen Partner haben zu Hause. 1, 2, vor den Körper. 1, 2, vor den Körper. Nur genau andersrum. Und ein Stück schwieriger, weil ich trete jetzt mit dem vorderen Fuß. Und vorne ist immer schwieriger, weil man neigt immer dazu, hier überzutreten, um da dran zu kommen. Aber das wollen wir ja gerade nicht. Wir heben das Bein hoch, Step rein, haben dann die Distanz für drei gerade Schläge und danach lösen wir uns wieder. Wir bewegen uns, Frontkick, 1, 2, 3, danach wieder lösen. In eure Richtung, erst ein bisschen bewegen, stehen. Frontkick, 1, 2, 3 und danach lösen wir uns. Beim Lösen ist kein Kontakt notwendig. Es geht nur darum, den Punkt, den ich gerade gemacht habe, oder zwei, den wieder zu sichern. Okay, los geht's. 1, 2, 3 und lösen. Jawohl. Kick, 1, 2, 3 und lösen. Jetzt haben wir gerade erst gekickt, danach waren drei Hände. Jetzt wollen wir erst die Hände benutzen und dann den Kick. Wir boxen also Jab, Punch, Jab und dann der vordere Fuß, Frontkick. Hier nochmal, erst Jab, Punch, Jab und danach der vordere Fuß, Frontkick. Los geht's! Immer dann, wenn wir nicht rankommen, machen wir einen kleinen Step da rein. Jawohl! Jetzt haben wir die Kombinationen alle weg. Also wir hatten erst die Handkombination, dann haben wir Füße, Beintechniken und jetzt Hand- und Fußtechniken. Das ist Punkt 5 auf dem Prüfungsprogramm. Jetzt kommen die Abwehrkombinationen. Und dafür werden wir beide Boxhandschuhe anziehen und auch Fußschutz, damit wir uns nicht verletzen. Ne? Der beste Schutz ist gerade gut genug. Von daher immer schön alles anziehen. Und wir üben jetzt die Abwehrkombination gegen vordere Gerade, gegen hintere Gerade, gegen Faust-Rückenschlag, gegen Vorwärtstritt vordere Bein und Vorwärtstritt hintere Bein. Das sind die Sachen, die wir jetzt üben. So, wer einen Partner zu Hause hat, der kann ja auch dann Ausrüstung anziehen.
Und dann könnt ihr die Partnerin mitmachen. Wer keinen Partner hat, da zeige ich dann, wie du das übst, wenn du alleine zu Hause bist. Ich erkläre schon mal. Also, als erstes kommt Verteidigung gegen vordere Garde, gegen den Jab. Das heißt, was machst du, wenn einer mit dem Jab dich angreift, mit der vorderen Garde? Es gibt natürlich unzählige Dinge, die man tun kann. Wir bevorzugen die aktive Verteidigung. Wo ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Verteidigung? Passiv ist, wenn ich zum Beispiel nur eine Deckung mache oder einen Schritt zurück mache. Das ist passiv. Wir wollen lieber aktiv verteidigen. Aktiv ist immer dann, wenn du irgendwas machst, wo du direkt antwortest und einen Gegenangriff startest. Und aktiv ist also zum Beispiel, wenn er dich mit einer Garden angreift und blockst ihn gerade und antwortest sofort mit Jab, Hand, Jab und Vorhand beim Zeitgehen. Das wäre ein Beispiel für eine aktive Verteidigung. Und am Ende löst du natürlich, damit er nicht wieder angreifen kann, sofort. Okay? Und das wird jetzt auch unsere erste Technik sein. Das heißt, wir stellen uns vor, er steht hier als Linksausländer und boxt mit links. Wenn er mit links boxt, dann blocken wir mit rechts. Danach boxt die linke Hand zuerst, danach die rechte, die linke, so wie wir das gerade geübt haben. Aber weil wir jetzt schon so seitlich stehen, drehen wir nicht wieder zurück und machen den Frontkick, sondern machen den Sidekick, weil das Bein deutlich länger ist als beim Frontkick. Wenn wir euch mal angucken, Frontkick, wie lang das Bein ist, und Sidekick ist ein ganz schönes Stück länger. Okay? Los geht's. Und zwar werden wir das, wenn wir das zu zweit machen, immer abwechselnd machen. Das heißt, einmal wird Christina den Jab boxen und Lena wird blocken und kontern. Und nächstes Mal greift dann Lena an. Zu Hause macht ihr immer das Gleiche. Das heißt, ihr bewegt euch, ihr blockt, box, 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 vor und rein kickt und kontrolliert wieder abstellen. Los geht's! Letzte Abwechslung dann die Lina das machen. Christina ist ein bisschen verletzt und es kickt gerade gar nicht gut. Also Christina wird dann jetzt immer boxen und Lina macht dann die Verteidigungstechnik. Gesundheit geht vor. Und los geht's. Block, Jab, Hand, Jab, vorne und beide Seiten. Block, Jab, Hand, Jab, vorne und beide Seiten. Zu Hause genau das Gleiche. Block, Jab, Hand, Jab. Vorne und beim Zeitkick. Block, Jab, Punch, Jab, vorne und beim Zeitkick. Und Zeit. Als nächstes wollen wir uns vorstellen, dass er nicht mit dem Jab angreift, sondern mit dem Punch. Zur seitlichen Perspektive geht der Punch. Das heißt, wenn der Kollege jetzt hier steht und mit der rechten Hand angreift, dann werde ich mit der linken Hand verteidigen. Ich blocke also mit der linken Hand, danach kommt die rechte, die linke und vorne rein macht Zeitgänge. Mach also Block, Punch, Jab, vorne beim Sidekick. Wir blocken. Schlagen Punch, Jab und vorne beim wieder Sidekick. Vorne beim bietet sich ihm an, weil es schneller geht. Die Distanz ist kürzer. Los geht's. Block, Punch, Jab, vorne beim Sidekick. Block, Punch, Jab, Sidekick. Block, Punch, Jab, Sidekick. Wollen wir uns wieder angewöhnen, dass wir lösen dabei. Wir bewegen uns, wir machen den Block, Punch, Jab, Sidekick und danach lösen wir wieder um den Punkt und sichern. Und lösen. Immer mit der Führhand lösen. Und lösen. Wir wollen damit sichern, dass er nicht Punkte erzielt, nachdem wir schon getroffen haben. Das
den Bildschirm. Ja, ja. Faustrückenschlag. Und bei den Mittelprüfungen können wir sowohl Leitkontakt als auch Pointfighting-Technik üben. Und dann wechseln wir jetzt zum Pointfighting, das heißt, das rechte Bein ist vorne, während traditionell beim Leitkontakt das linke Bein vorne ist und wir alle Rechtshänder sind, ist beim Pointfighting das rechte Bein vorne. Das rechte Bein vorne. Und der Körper ist leicht nach vorne gebeugt, wir haben jetzt den Schutz vom Körper und von hier aus. Und Christina wird jetzt ganz normal aus ihrem Leichtkontakt eine Backfist machen, vorne oder hinten. Und Lina wird blocken, die Schilder vorne wollen und den Punch machen. Danach mit dem hinteren Bein kicken. Also wieder mit links. Machen wir doch mit links. Los geht's. Backfist, Block Punch, hintere Bein zeigen. Jawohl. Block Punch, hintere Bein zeigen. Ihr wisst, bei einem Pointfighting ist nach dem ersten Treffer eigentlich schon Schluss. Aber hier geht es ja um Kombinationen, aktive Verteidigung. Da können wir ruhig nochmal hinterher treffen. Verteidigung aus der Leichtkontakt-Variante ist sehr ähnlich. Wir bleiben mit dem linken Fuß vorne, der Angriff kommt, wir nehmen ihn nach oben und boxen entweder zum Kopf oder zum Körper, aber in dem Fall, weil der Körper schon so dreht, nehmen wir jetzt tatsächlich das hintere Bein für den Frontkick oder Sidekick wahlweise. Wenn wir Leichtkontaktstellung, Frontalkampfstellung blocken, dann hintere Bein geht. Für eure Ansicht, wir bewegen uns, blocken, schlagen, kicken und fertig. Los geht's! Wollen wir uns gegen Fußtritte verteidigen, und zwar Frontkick. Mal mit dem vorderen Fuß und mal mit dem hinteren Fuß. Die Verteidigung ist bei beiden ziemlich identisch. Wenn mein Partner mit dem linken Fuß vorne steht, also Linksausleger ist, mit dem hinteren Bein kickt, das Bein ist hier, dann benutzen wir die Innenseite vom Unterarm, um das Bein abzuleiten. Ich kann das noch verstärken, indem ich mit dem hinteren Fuß weggehe, ein kleines Stück. Danach kann ich Jab, Punch, Roundhouse Kick zum Körper gehen. Ich kann also auf den Fußballen drehen, mit dem Ellenbogen, hier mit dem Unterarm das Bein ableiten. Die gleiche Hand kann zuerst boxen, wenn das ein kurzer Weg ist. Block, Jab, Punch und dann Roundhouse Kick. Lina und Christina machen es mal ganz langsam vor. Christina kommt mit dem hinteren Fuß Front Kick und Lina kommt mit links. Eins, zwei und dann zum Körper Roundhouse Kick. Da ist gerade jetzt die Lücke. Wenn die Arme sehr hoch sind, trete ich mal in die Lücke rein. Ne, es macht keinen Sinn, zum Kopf zu treten, wenn die Arme da oben sind. Dann trete ich nämlich hier unten rein. Und los geht's. Ja, in die Regel. Dann komme ich in die Kopf rein. Immer erst mit dem rechten Fuß. Okay.
hintere Fuß kommt zuerst. Dann nehmen wir den linken Arm, blocken, schlagen, schlagen, Halbkreisbrüste. Kicken, schlagen, schlagen, Halbkreisbrüste. Und wir wollen dann immer zum Körper treten, weil da in der Regel die Lücke tatsächlich ist. Achtet mal auf die Nasenbeinarbeit, da könnt ihr schön sehen, wie ihr auf den vorderen Fußbein dreht, das hintere Bein im Becken, um aus der Richtung, aus der Kickrichtung rauszukommen. Ich kann hier nochmal zeigen, wenn der Körper jetzt hier in der Fuß hier kommt und ich drehe auf den Fußballen, dann bin ich da weg aus der Trittrichtung. Das hilft mir schon mal. Und das wird dann unterstützend. Genau die andere Seite. Jetzt wieder mit dem eingesprungenen Frontkick angreifen. Ne, mit dem vorderen Fuß kommt er jetzt rein. Das heißt für uns, dass wir jetzt mit dem rechten Arm blocken. Das ist die eine Möglichkeit, dass wir mit dem rechten Arm gehen oder mit dem linken Arm das Bein ableiten. Auf jeden Fall wollen wir immer die tote Seite sehen, also die, wo er uns schlecht angreifen kann. Also, hier kommt jetzt der Block. Dann der Jab. Der Punch und dann der hintere Fuß, Frontkick oder Roundhouse Kick oder Hookkick, was euch gerade einfällt. Am Ende, ganz wichtig, immer wieder lösen. Okay? Wir wollen es also blocken, Jab, Punch, gleichzeitig und danach wieder lösen. Oder können Block, Jab, Punch, Frontkick und danach wieder lösen. Egal welchen Kick ihr nehmt, immer wieder lösen. Los geht's. Vorderer Fuß. Und wieder lösen. Immer den Jab raus. Und Jab, Jab. Und Jab, Jab. Ja, also wir haben gesehen, wie Lina jetzt die Anseite genommen hat und dann 2 Points gemacht hat, 2 Punkte Fuß zu kaufen. Auch beim Üben, immer Deckung halten. Alles gut, bitte? Frau Lina, so. Okay, ja, Kickboxen ja, ist Körpersport, ne? Kontaktsport. Okay, los geht's. Das heißt, ihr stellt euch vor, oh, was haben wir gemacht? Wir sind gegangen, wir sind gefedert, wir haben vordere gerade geboxt, wir haben die hintere gerade geboxt, wir haben Faust-Rückschlag gemacht, wir haben Jab-Punch-Kombination geboxt, wir haben Punch-Jab-Kombination geboxt, wir haben Backfist und Punch geboxt, wir haben Frontkick gemacht mit 3 Schlägen, all diese Dinge und wir haben verteidigt, ne? Die aktive Verteidigung, die wir zum Schluss gemacht haben. Und jetzt wollt ihr einfach ein gemütliches Schatten-Kickboxen machen. Über 2 Minuten. Und während ihr das macht, denkt ihr, was habe ich heute alles gemacht? Und wiederholt das einfach nur. Ganz locker. Nicht so hart, nicht so schnell. Lieber saubere Techniken. Frei. Los geht's. Zeit läuft. Einfach ein Schatten-Kickboxen. Du stellst dir vor, du hast einen Partner vor dir, einen Gegner vor dir. Wenn ihr zu Hause übt, empfiehlt sich immer Musik. Keine Beruhigungsmusik, sondern Action. Rock, Hard Rock, Metal, irgendwie sowas. Ich gebe euch nochmal durch, was wir alles heute gemacht haben. Wir hatten das Gehen in der Kampfstellung, wir hatten die federgleitende Schrittarbeit, das Stepping,
Wir haben die vordere gerade geboxt, die hintere gerade, den Faustrückenschlag. Wir hatten Handkombination, vordere gerade, hintere gerade. Dann hatten wir Kombination hintere gerade, vordere gerade. Dann hatten wir die Handkombination vordere gerade, hintere gerade, vordere gerade. Die nächste Handkombination war Faustrückenschlag und hintere gerade. Dann haben wir Beintechniken. Vorwärtsbrust, vorderes Bein, Vorwärtstritt, hinteres Bein. Dann haben wir kombiniert die Hände und Beine. Wir hatten vordere gerade, hintere gerade und Vorwärtstritt, hinteres Bein. Die nächste Kombination war Vorwärtstritt, vordere Bein, vordere gerade, hintere gerade, vordere gerade. Und wir hatten zum Schluss als Handbeinkombination vordere gerade, hintere gerade, vordere gerade und vordere Bein oder Fußtritt. So, dann hatten wir Abwehrkombination gegen die vordere gerade, wir hatten Abwehrkombination gegen hintere gerade, wir hatten Abwehrkombination gegen Backtritt. Wir hatten Abwehrkombination gegen vordere gerade, vordere Fußtritt und gegen hinteren Fußtritt. Und wir wollen uns merken, dass egal was wir gemacht haben, wir immer lösen. Und Zeit. So. Als letztes gebe ich noch einen Satz mit zum Auswendiglernen. Und zwar geht es um den Notwehrparagraphen. Die Frage ist, wann darf ich Kickboxen anwenden und wann nicht? Natürlich immer auf der Wettkampffläche. Da ja. Und immer beim Training. Ihr lernt den Satz auswendig. Notwehr. Was ist Notwehr? Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder anderen abzuwenden. Was heißt das? Notwehr ist immer dann, wenn du gerade angegriffen wirst und du verteidigst dich angemessen. Oder wenn andere Hilfe brauchen und du hilfst ihnen angemessen. Angemessen ist hier das Stichwort, das ist ein Gummiparagraph, ist nicht genau definiert. Angemessen heißt, wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt, dann darfst du ihn zurückschlagen mit der flachen Hand oder wegschubsen. Du darfst ihn auf keinen Fall mit der nacken, harten Faust voll auf die Nase schlagen. Es muss angemessen sein. Wenn zwei Leute da sind, die dich verprügeln wollen, ja, darfst du mehr machen. Aber es muss immer angemessen sein. Okay, du lernst den Satz auswendig, Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder anderen abzuwenden. So, das war alles für den Gelbgurt. Wir stellen uns auf. Nächstes Mal sehen wir uns hier zum Orangen. Tschüss zusammen.